stellen Sie sich vor, Sie müssten jeden Schriftwechsel der Behörde melden. Also wann, wo und mit wem Sie gesprochen haben. Und dazu die Nachrichten im exakten Wortlaut. WhatsApp, Signal und überhaupt ausnahmslos. Alle Textnachrichten sollen nicht länger privat sein. So will es die EU-Kommission. Kritische Stimmen meinen, das sei nicht die Art von Digitalisierung, die wir bräuchten. Matthias Linke berichtet. Es ist der Versuch der Europäischen Union, der Verbreitung von sexualisierter Gewalt gegen Kinder im Internet Einhalt zu gebieten. Am vergangenen Mittwoch wurde deswegen ein Gesetz zur Chatkontrolle vorgestellt. Das Problem: Die präsentierte Verordnung geht weit über Chats hinaus und sei wieder mal eine Gefahr für die Datensicherheit in ganz Europa, meint Datenschutzexperte Thomas Lohninger. Also das, was die EU-Kommission letzte Woche vorgestellt hat, war bis April 2021 ganz klar verboten, weil es auch ein Briefgeheimnis im Internet gibt bei digitaler Kommunikation. Und mit dem Schritt von letzter Woche wird das jetzt auch verpflichtend gemacht, was man damals ermöglicht hat, nämlich dass jede Nachricht, die wir uns in Europa schicken, egal über welchen Messenger-Dienst oder welche Chat-Plattform, durchsucht wird. Und dass hier Algorithmen zur Anwendung kommen, potenziell illegale Inhalte finden sollen, dann alles an die Strafverfolgungsbehörden melden und löschen. Das ist natürlich aus Grundrechtssicht ein Super-GAU und ein Wahnsinn, was hier gerade ernsthaft vorgeschlagen wird. Eine noch zu schaffende EU-Behörde soll die Ausführung übernehmen. Was einen Scan auslöst, ist im aktuellen Entwurf aber ebenso vage formuliert wie dessen Folgen. Das ist so, wie wenn man sagen würde, wir schauen jetzt irgendwie bei jedem Auto, was auf irgendeiner österreichischen Straße fährt, in den Kofferraum und ins Handschuhfach, weil es könnte ja irgendjemand vielleicht was Illegales transportieren. Und das ist aus gutem Grund in der analogen Welt auch nicht tragbar und illegal. Trotz der Kritikpunkte scheint die Kommission an ihrem Vorhaben festhalten zu wollen. Und das, obwohl die Datenschutzgrundverordnung, die sie selbst geschaffen hat, zum Problem werden könnte. Noch dazu sei die notwendige Verhältnismäßigkeit beim aktuellen Entwurf nicht gegeben, so die Rechtsanwältin. Der Gedanke dahinter, dass man hier Kindermissbrauchsfälle eindämmen muss, die unglaublich gestiegen sind, ist absolut ein legitimes Ziel, das es zu verfolgen gilt. Nur die Art und Weise, wie das Ganze umgesetzt wird, ist hochproblematisch. Wenn wir hier jetzt Technologien einsetzen und ganze Chatverläufe überwacht werden sollen, dann stellt sich schon ganz, ganz stark die Frage nach der Verhältnismäßigkeit. Das heißt, man muss hier wirklich Möglichkeiten und Technologien finden, die sicherstellen, dass wir nicht am Ende des Tages in einer Komplettüberwachung landen, sondern dass sichergestellt ist, dass das nur im Anlassfall hier zu Identifizierungen und Überwachungen kommt. Aber gäbe es derzeit überhaupt Technologien, die diesen notwendigen Spagat zwischen Kontrolle im Netz und Datensicherheit schaffen? Am Rande des heutigen IKT-Konvents fragen wir das Branchenkenner Markus Wesseli. Ja, also ich denke, es gibt derzeit noch nicht die Dienste, die so smart sind, dass man eben sagt, Datenschutz muss nicht zurückstecken aus dem derzeitigen Standpunkt aus. Aber ich bin mir sicher, und das ist auch, was ich mir denke, was wichtig ist, dass man eben den Datenschutz nicht einschränken sollte in der Zukunft. Ohne funktionstüchtige Software soll das Netz also nach verbotenen Inhalten durchsucht werden. Für den Datenschützer wird dadurch deutlich, dass das Gesetz für niemanden einen Vorteil bringt, denn die illegalen Machenschaften, von denen wir heute wissen, die könnten trotz dieses Gesetzes weiter bestehen. Die einzigen, die hier wirklich etwas zu befürchten haben, das sind Journalisten, die mit ihren Quellen kommunizieren, das sind Anwälte mit ihren Mandanten, Ärzte mit ihren Patienten und auch alle anderen Menschen in Europa, die um ihre Grundrechte fürchten müssen. Derzeit handelt es sich noch um einen Entwurf. Für viele ist dies aber jetzt schon ein Warnsignal dafür, wie Digitalisierung nicht funktionieren soll.